Hallöchen Freunde und geil, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen uns weiter auf dem Weg zum guten Jagdloot. Weit ist es nicht mehr, die erste Seeschlange haben wir erlegt. Mal gucken, ob noch eine kommt. Aber wir sind schon wieder relativ voll. Wir können zwar das Boot voll machen, aber wenn wir das verlieren, haben wir auch ein Problem. Deswegen würde ich sagen, wir machen nochmal fix nach Hause. Wir haben ja Portal und alles am Start. Ach, die Terplops, ne? Haut plus... Ah, haben die... Der hat mich schon... Ach, Mann. Die haben aber auch eine Range, ne? Das ist krasser als jedes andere... Boah! Holy shit! Den hast du jetzt aber nicht kommen sehen. Also mal ohne Scheiß. Igitt, ich hasse die Viecher. Die sind einfach so hinterhältig. Naja, wir haben's. Können uns da eigentlich gleich mal einspeichern, dass irgendwo hier noch Teer ist, wenn wir mal welches brauchen. So, Portal hieß Schlange. Ich hab's mir gemerkt. Seid stolz auf mich. Ach. Ja, die sind bestimmt weg. Ist egal. Wir haben genug davon. Brauchen wir nicht. Also, die Meinungen waren eigentlich eindeutig. Zwecks meiner Umfrage in der letzten Folge. Ihr seid alle für die Zusammenschnitte. Das Video selber spricht auch dafür, hat definitiv auch mehr Aufrufe als die normalen Let's Plays. Und wie gesagt, ihr habt alle geschrieben, wir haben Bock da drauf, finde ich geil. Ich nehme mich auch. Und dann machen wir das auch so. So, Münze, Münze, Münze. Hier haben wir Münze. Zack. Wir haben wieder Schlangenfleisch, wir können wieder richtig geil was kochen. Wir hauen das jetzt erstmal mit bei der Suppe rein. Kanten noch weg. Wir haben hier Wolfsfleisch haben wir noch am Start. So, Trophäe. Was haben wir denn? Wir haben Zähne noch. Da haben wir Gebirgekiste. Kiste, Kiste, Kiste. Da ist er. So, was haben wir noch? Wir haben ein bisschen Teer, ein bisschen Holz. Komm, zack, Holz hier rein. Ach Mist, jetzt haben wir die eine Trophäe noch. Naja, die Nadel haue ich mal hier mit rein. Ach, wir haben hier noch 100 Stück, okay. Ach ja, ich habe doch erst welche hergestellt. Stimmt. So, Fell noch und, naja, das eine Teer können wir auch noch einstecken lassen. Ich weiß nicht, haben wir gerade Nacht, ja, ne? Sieht so aus. Komm, wir hauen uns doch mal schnell aufs Ohr. Boah, ich hab Bock. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Suche. Dass wir den Typen finden, dass wir wissen, wo es ist, stellen ein Portal hin, dass wir schnell hinkommen. Dann würde ich den aber nicht direkt rufen wollen, sondern noch ein bisschen Vorbereitung treffen. Nochmal alles durchgucken. Was wir vielleicht verbessern können. Ich hätte auch Bock, Loxi vorher nochmal zu zähmen. Ja, weil die Sache ist halt auch, wenn wir Jagdloot dann besiegt haben, dann werden wahrscheinlich größtenteils nur noch Zusammenschnitte kommen. Ich hatte es ja letzte Folge schon mal angesprochen, aber mit der Story sind wir dann soweit durch. Wir können dann halt noch viel erkunden und so. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir es machen. Aber an sich, wenn die Zusammenschnitte gut bei euch ankommen und ich denke mal, einen zweiten Tag pro Woche kriege ich auch noch hin. Je nachdem mal von der Zeit gucken, dass man vielleicht doch ein bisschen länger Valheim zockt im Stream und zwei Folgen rauskriegt, dann können wir halt bei zwei Streams pro Woche auch vier Folgen raushauen, dann sind wir ungefähr auf einem ähnlichen Level wie aktuell. Ja, mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall erstmal... Och, was ist los? Was ist los mit diesem Spiel? Ich fasse es nicht. Jetzt kommen hier wieder Trolle ohne Ende. Ich meine, das ist okay, die sind in Ordnung. In den Ebenen auch immer. Da ist einer. Habe ich ihn getroffen? Ja. Hatten wir lange nicht mehr. Ich hoffe nur gerade, dass von hinten keiner kommt. Oh Gott, da ist noch einer. Ich weiß gar nicht, konnten wir den blocken? Wir haben es doch mal probiert. Ich will es mal probieren. Komm. Oh Gott, der macht ja gar nichts mehr. Ich wollte ihn aber mal perfekt blocken. Ah, da musst du aber auch lange warten, ne? Das ist... Warte mal, schnell mal erstmal weg vom... Ah, nee, wir dürfen nicht zu den Teerdingern. Ich will halt nicht, dass die mir das Portal kaputt kloppen und ich aus irgendeinem Grund doch noch dummerweise sterbe. So, komm. Nee, perfekt geblockt wird schwierig. Aber die sind ja mittlerweile easy. Haha, geil. Ah, sie kämpfen gegen die Teertypen. Auch nicht schlecht. Boah, da hat der Troll aber auch gar keine Chance, ne? Das will ich mir jetzt mal reinziehen. Troll versus Teer.
Aber der, den vergiften die ohne Ende. Nein, nicht auf mein Portal. Ihr Schweine. Ja, geil, aber oh, guck mal, die haben voll gewonnen, ne? Vor allem, das, war das nur ein so ein Ding? Oh, wo ist er? Oh, man sieht ihn kaum. Geh mal auf den Troll. Ah, okay, aber es war knapp. Selbst so ein Pfeil kickt halt mittlerweile auch heftigst rein, ne? Ah, geil, perfekt geblockt. Und wir können ihn wahrscheinlich mit einmal holen mit dem Messer. Ach, geil. Nice. Freut mich. Naja, jetzt haben wir hier eine ganze Menge. Müssten wir uns eigentlich schon wieder einsammeln, aber ich wollte weitermachen mit euch. Naja, komm, wegen den zwei Bäumen. Das Inventar ist trotzdem schon wieder so gut wie voll. Naja. So, egal. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie sieht denn das Boot aus? Das hat nämlich ganz schön kassiert. Ich hänge. Lebensmittel sind alle noch am Start. Wir machen das wieder weg, das weg. Kriegen wir das alles noch eingesteckt? Hat er jetzt alles genommen? 20, 10, 2, ja, ist am Start. So, hat das Boot hier überhaupt ein Lager? Ja, hat's. Okay. War mir nicht sicher, ob es nur das ganz Große hat. Aber anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, wir packen mal den ganzen unwichtigen Scheiß jetzt mal hier rein, wo es nicht so schlimm ist, falls wir es verlieren sollten. Trollleder braucht kein Mensch. Das brauchen wir aktuell auch nicht wirklich. Die Trophäe nicht. Stein nicht. So. Plus 4 Lagerplätze, ne? Also, wir müssen dahinter. Jetzt ist die Frage, rechts oder links? Gute Frage, ne? Irgendwas klappert auf meinem Tisch. Ich habe vergessen, eine Lampe anzumachen, ich Dödel. Wartet. So. War ich ein bisschen dunkel, tut mir leid. Was macht man? Ich würde sagen, da lang. Wind ist natürlich wieder nicht auf unserer Seite. Nö. Aber sowas von nicht, wie immer. Also, Loxizähmen generell mal gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können. Nochmal die Lebensmittel durchschauen, was wir jetzt wirklich als Kombi mitnehmen. Ja, ich würde sagen, das ist der Plan. Und dann machen wir uns auf und bekämpfen den Guten. Es würde mich halt wirklich reizen, diese komplette Karte aufzudecken. Aber das ist einfach zu viel. Und vor allem halt auch zu langweilig, aber naja. Mal schauen. Sieht auch geil aus da drüben. Guck mal, wir sind gar nicht so weit, ne? Von wo sind wir gestartet? Ach so, wir sind hier oben lang. Ja, stimmt, das Boot war ja hier. Da hätten wir uns schon fast teleportieren können, hier rüberlaufen und von hier. Naja, aber dann hätten wir auch die Schlange nicht gehabt. Ah, Lebensmittel geben schon so langsam nach, aber wir haben gar nicht mehr so viel einstecken. So, guck mal, wir haben Wind. Sehr schön. Wir müssen dann auf jeden Fall nach links. Der Nebel ist jetzt natürlich wieder richtige Scheiße. Wenn wir nicht sehen, ob es da hinten durchgeht oder ob wir volle Kanne aufs Land draufbrettern. Naja. Und danke auch nochmal an euch, dass ihr kommentiert habt. Dann wissen wir auf jeden Fall, wie wir jetzt weitermachen. Haben wir hier schön, ist noch ein Dorf.
Aber das sieht irgendwie anders aus als die anderen. Ach so, wir sind... Oh, wollen wir mal fix gucken? Ich find's gerade irgendwie... Komm, Boot anhalten, perfekt. Ich find's gerade ein bisschen interessant. Das sieht irgendwie ganz geil aus hier. Wir wollten ja halt... Ja, genau! Das habe ich gehofft. Ich wollte es gerade sagen. Wir wollten doch... uns sowieso mal hier so ein Turgordorf reinziehen. Oh ne, jetzt müssen wir mal den... Gut, diesen abgelenkt. Hier müsste doch irgendwo ein Spawner sein. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen lebensmüde, was ich mache. Da ist eine Truhe. Aua. Au, au, au. Boah, 1 Million Pfeile, ne? Ist das... War hier drin der Spawner? Weil den bräuchten wir zum Innereienfarmen. Dann haben wir immer unendlich Würste. Aber wenn hier so ein Dorf ist, muss ja auch ein Spawner sein, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Die müssten ja mittlerweile eigentlich auch... Ja, easy. Machen die mir noch Schaden? Naja, es geht. Es geht. Haben wir gleich noch ein paar Innereien? Ne, wir sind voll, ne? Liegt alles noch dort rum. Schade. Aber hier muss auf jeden Fall irgendwo der Spawner sein. In irgendeinem Gebäude. Das müssen wir uns merken. Eigentlich müssen wir das Portal jetzt hier irgendwo setzen. Und dann nochmal ein neues mitnehmen. Müssen wir zwei Portale bauen. Leute, wir müssen das machen. Es tut mir leid. Ich will es wirklich nicht in die Länge ziehen, aber ich habe mich so geärgert, als wir damals das erste Turgordorf vernichtet haben. Weil mir erst im Nachhinein einfiel, dass das so dumm war. Ja, sonst musste ja jedes Mal in den Sumpf, in die Krypten rein. Jetzt müssen wir halt bloß mal gucken. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wenn wir das direkt hier hinstellen. Ist halt die Frage, wie viele Pfeile kriegen wir an den Kopf, wenn wir jetzt mit dem Boot abhauen. Schaffen wir das? Ah, der Wind ist wieder voll mit uns, wie ihr seht. Oh Gott. Boot kriegt schon Schaden. Komm schon. Bitte nicht kaputt gehen. Aua. 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 Oh Gott. Ich glaube, das war ein Fehler. Scheiße. Ah. Ja, es lässt nach. Gott, hat das Boot gerade kassiert, ey. Nein. Hör auf. Ich will ja bloß hier vorne an die Ecke ran. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, hat mich so geärgert damals, weil das ist doch perfekt, sonst musst du jedes Mal in den Sumpf. So kannst du einfach Portal, zack, hierher. Und alles ist gut. Wahnsinn, wie sich alle bekämpfen. Gut. Also... Hä? Warum nicht? Jetzt. Ist doch ein schönes Fleckchen hier. Jetzt sind wir wieder normal im Grasland. Huch, Caps Lock, sein Vater. Komm her. Geh mir doch jetzt nicht auf die Nüsse. Ach, haben wir damit eigentlich einen starken Angriff? Oh jo. Bam. Alter Schwede. Nochmal. Hoho. Hui. Schlundi Stufe 1. Auch lange nicht gesehen, die Schlundis. Waren wir unsere besten Freunde. So, also. Wir machen das nochmal fix. Ich hab's doch schon benannt. Warum leuchtet's denn nicht, weil ich dahinter stehe, ne? Naja, 14 Minuten, eine halbe Folge rum. Trotzdem. Geil, dann haben wir das nämlich. Weil die Würste sind eigentlich perfekt. Die kosten ja nicht viel. Was waren das? Innereien und noch irgendwas? Können wir gleich mal gucken. Und die haben ja an sich auch gute Stats. Von daher ist das doch optimales Lebensmittel. So, also wir haben Würste. Ja, guck mal, Wildschweinfleisch, Distel. Okay, Distel müssen wir sammeln. Wildschweinfleisch brauchen wir nur vor die Tür gehen. Leder, Leder. Da war's doch. So, so, so. Also, wir brauchen... Ach, ich glaube, jetzt wird es mit einem Edelholz... Ah. Hätten wir es doch vorhin mal mitgenommen. Mist. Alles andere haben wir ja. Augen haben wir genug. Sortlingkerne haben wir.
Guck mal, unsere ersten Bäumchen wachsen wieder, oder? Da! Wir brauchen nicht mal jagen gehen. Es tut mir leid, meine Stimme ist zurzeit echt irgendwie nicht so on top. Ja, brauchen nicht mal jagen gehen. Wir laufen hier einfach blöd rum, haben schon Wildschweinfleisch. Wir müssen unbedingt nochmal Lebensmittel mitnehmen. Ja, dann ist das Geile, dann können wir doch hier Rübeneintopf, den können wir doch auch so gut wie unendlich herstellen. Rüben können wir ja anbauen und das andere, was es noch war, auch. Weiß gar nicht, ob es Pilze oder so war. Na gut, Pilze können wir nicht anbauen, aber... Oder die Zwiebelsuppe. Zwiebeln können wir ja auch, also... Dann haben wir Würste und haben das und noch irgendwas als drittes. Perfekt. Wer hat denn hier so abgeholzt? Waren das die Trolle? Ah, ich muss sagen, das Schwert gefällt mir richtig gut. Also wir brauchen zwei Portale, also 40 Edelholz. Ne, das ist doch normales. Was mache ich denn? Haben wir hier noch irgendwo was? Oh oh. Ich glaube nicht. Tim. Da oben? Ich glaube, da ist noch was. Ah, hier, eine kleine. Und wir müssen natürlich die ganzen Fähigkeiten noch auf die 100 kriegen, ne? Das ist definitiv auch noch so ein Ziel. So, wie sieht's denn aus? 35. Ach, das freut mich, dass wir so ein Ding gefunden haben. Ich dachte es mir schon, es sah halt anders aus als alle anderen Dörfer. So, haben wir jetzt genug. 42, perfekt. Boah, hier sind ja richtig viele sogar. Müssen wir uns gleich noch markieren. Ich hab da auch noch Pilze gesehen. Hier sind sie. Zack. Zack, du lässt mich in Ruhe. Der Graben, der wollte, sollte eigentlich auch irgendwann mal schöner werden, ne? Oh Gott. Ich weiß gar nicht wann. Es war so viel Arbeit. Und ist es auch immer noch. Ach komm schon. Wir haben hier die Top-Lebensmittel-Intus und du schaffst es nicht, 10 Meter zu laufen. Jetzt wird es wieder ein Krampf, hier reinzukommen. Ach, ich wusste es. Was klappert denn hier so? Ist nervt? Ah, ich glaube, ich weiß was. Warte. Ich muss meinen Schreibtisch mal aufräumen. Jetzt. Und springen noch verbessert. Das war genau der eine Punkt, der gefehlt hat wahrscheinlich. Gut, nochmal schnell Kisten leeren. Es tut mir leid. Ich weiß, wir haben heute bestimmt 4-mal Inventar geleert, aber... Dann ist halt auch immer so schnell voll. Ich hoffe wirklich, dass beim Haldor irgendwann mal noch sowas, dass es da sowas wie einen Rucksack gibt. Das wird Zeit, das ist einfach zu wenig. Dafür, dass wir hier schon die richtigen Dudes in dem Spiel sind und so lange zocken und so gut sind und naja, gut, kann man streiten, aber so weit fortgeschritten sind im Spiel, wäre es doch wirklich mal Zeit, dass man sein Inventar ein bisschen vergrößern kann. Nicht nur Gewicht, sondern auch Plätze. Gott, mit Pilzen können wir uns aber auch zuscheißen, ne? Wie sieht's denn mit Himbeeren aus? Wo haben wir die denn? Rüben, Rüben. Hier oben, Himbeeren. Ah, das sieht nicht mehr so gut aus. Leinzwirn, ach, ich bereue es ein bisschen, dass wir die Trophäen oben hingerammelt haben.
Egal, ich mache jetzt nicht komplett leer. Ich will euch nicht so dolle langweilen. Wir brauchen noch 2, 4 Sotlingkerne. Boah, da haben wir aber bald auch nicht mehr so viele. Und 20 Augen, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir basteln jetzt hier ein Portal rein und wir nennen das... Keine Werkbank in der Nähe. Wieso denn das? Jetzt hab ich alles Holz weggepackt. Ach. So. Wir nennen das... Torgadorf, obwohl das wahrscheinlich schon wieder zu viel Buchstaben... Ah, es ist nervt. Wir schreiben es zusammen. Torgadorf. So, ist nicht verbunden. Wir gehen jetzt hier bei der Schlange rein. Basteln einfach dasselbe nochmal und alles ist gut. Verbinde dich. Ja, perfekt. Wir machen gleich noch eine Markierung. Wir machen es jetzt auf jeden Fall immer. Ey, ich wollte doch das Ding nehmen. War einer der spannendsten Kämpfe überhaupt. Richtig ins Schwitzen gekommen. Also, Portal, zack, hier. Und das nennen wir Trogerdorf. Und jetzt können wir Schlange wieder abreißen. Das wieder abreißen und alles ist gut. Perfekt. So, weiter geht's. Oh nein, wir müssen noch reparieren. Entschuldigung. So, zack. Hau drauf. Aber hätte noch gut was ausgehalten, ne? Was liegt denn dort im Wasser? Ist einfach nur Steine, ja. Also, was macht denn der Wind? Oh, voll mit uns. Volle Segelkraft voraus. Ah, wir müssen nach links. Kacke. Aber wir kommen zumindest schon mal hier vorbei. Ja, Wind ist trotzdem okay. Kleines Stückchen weiter links könnten wir noch. Und es geht weiter. Wir haben ein Torgadorf in der Folge. Perfekt. Drüben kommt noch eine große Insel. Ich hoffe, es geht mittendrin durch. Ich habe echt gar keinen Bock, dass wir jetzt hier einen riesen Bogen um irgendwas fahren müssen. Ich bin mal gespannt, ob der gute Rabe, Hugin hieß er, ob der sich mal wieder bei uns blicken lässt, wenn wir den letzten Boss gekillt haben. Also der war ja wirklich am Anfang eine Hilfe, aber dann irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt. Gesagt, nee, der Dödel macht das schön alleine. Fand ich ein bisschen ärgerlich, ich hätte ihn gern öfter gesehen. Aber er wollte nicht. Odin quatscht ja auch nicht mit uns, der verschwindet ja, sobald wir in die Nähe kommen. Aber so irgendwas Kleines... Kleiner Dialog wäre noch ganz schön. Vielleicht kommt auch Odin und sagt, ey, du hast alle bezwungen und du bist geil und schenkt dir jetzt irgendwas. Wir sind gleich da, ne? Oh Gott, wir sind auf dem falschen Weg. Irgendwas ist hier im Wasser. Ne, das ist bloß eine Insel. Ja, krass. Ich weiß auch nicht, es fühlt sich irgendwie gerade schon so nach Ende an, das möchte ich nicht. Aber wir zocken ja wie gesagt noch echt lange weiter und basteln noch und erkunden und gar keine Frage, aber... Ich hoffe halt wirklich einfach, dass bald ein Update kommt. Das wäre so schön.
Weil ich muss halt echt sagen, ich habe zwar schon 100-mal gesagt in den Let's Plays, aber das Spiel... Odin, ist das ein Zufall? Spricht er diesmal mit uns? Natürlich nicht. Ja, also das Spiel hat es mir einfach echt angetan. Wo muss man hin? In die Richtung. Ich höre auf jeden Fall schon wieder die ersten Fullinger. Von links höre ich es. Ach, hier. Moin. Wie geht's euch? Habt ihr Jagdloot gesehen? Wir haben Schwerter erstmal auf 15. Na gut, wann haben wir schon mit Schwert gekämpft, groß, ne? Ganz am Anfang, oder? Was ist denn hier hinten los? Das ist auch wieder Teer, ne? Aber die bekriegen sich gerade. Ich glaube, da müssen wir uns nicht unbedingt einmischen. Ach, weil ich so runtergerutscht bin dabei. Hä? Mensch, ich hänge. Nein, ich wollte es versuchen. Ich wollte wieder cool sein. Zack, so. Ach, ich dödel. Ich bin ein Dödel. Jetzt mal hier ganz fix ein Portal hingezimmert. Wir sind gleich da. Oh Gott. Es sieht schon mal geil aus. Was leuchtet dort? Sind bloß Fackeln. Aber Leute, es sieht geil aus. Wird das der Endboss-Fight? Und seine sterbende Seele wurde gespalten und unter den Seinen aufgeteilt. Gegenstand anbieten. Oh, 5 brauchen. Ja, Opfergabe unvollständig. Wir brauchen 5 von den Totems. Jetzt lass mich mal überlegen. Die waren doch meistens bei den Gebäuden, ne? In den Ebenen, in den ihren Kisten oder... Ne, die standen, glaube ich, frei rum an den Gebäuden. Das heißt, wir müssen noch ein paar Dörfer abfarmen, richtig? Ich glaube schon. Na gut, also ich sag mal... Ah, ich habe mir das Portal nicht markiert. So viel zum Thema, wir machen das jetzt ordentlich. Ja, aber Portal ist nicht allzu weit weg. Was ist hier hinten los? Ach, hier ist wohl gleich ein Dorf. Oh Gott, nein, ich habe ihn direkt angelockt. Haha, na moin. So, komm. Mensch, ich wollte eigentlich Folgenende machen. Ah, jetzt wird er doch so mega schnell, ne? Boah, komplette Ausdauer weggefressen gerade. Au, 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 au. Ja, was soll's. Wir müssen... Alter, wir müssen Knochenwanz ranholen. Gott, wir wären schon wieder direkt tot gewesen, ne? Mit dem Todes-Kito-Stich noch. Aber Wahnsinn, wie schnell die mittlerweile alle fallen. Zieht euch das rein. Hau da rab. So. Also hier ist noch Dorf. Vielleicht finden wir da noch ein Totem. Wäre natürlich ganz geil. Hier ist es, Portal. Ich würde auch sagen, dass wir das hier stehen lassen. Weil ich weiß nicht, bei der Drachenmutti sind wir ja auch gefühlt 1000-mal wieder zurück teleportiert. Weil wir Pfeile, nee, weil wir Bogen reparieren mussten und Pfeile herstellen. Deswegen, ich will es nicht so komplett in der Nähe haben. Ich denke, das ist ein ganz guter Abstand. Ich weiß halt nicht, inwiefern er sich groß bewegt und... uns hinterher rennt, aber an sich sollte das ja passen. Was haben wir? Haben wir noch Knochenwanz? 4 Minuten noch. Jetzt müssen wir eigentlich hier rein, ne? Oh Gott, Stufe 2 Fuhlinger. Da ist auch mit Knochenwanz nicht so viel gute Laune. Komm, ich will den perfekt blocken einmal, bitte. Nein! Nein! Na, das war der Falsche. Brauch mal ein bisschen Leben. Ah, die sind halt echt nicht ohne, ne? Boah, jetzt werden es mir ein bisschen viele.
Ja. Und ich müsste dich mal so einen starken reinhauen. Der lädt halt immer nur so lange auf. Verdammt. Guck doch mal, was der aushält, ne? 67 Leben. Ja, ohne Knochenwand wären wir schon wieder so verloren gewesen. Bester Skill überhaupt. So, haben wir's. Sieht so aus, war nur ein kleines Dorf. Es waren doch, glaube ich, nicht die Dörfer, das waren eher so die hohen Gebäude, ne? Diese Steingebäude mit den Treppen drin. Gab's das in den Ebenen? Da verwechsel ich das gerade. Ich muss nochmal googeln, Leute. Wo wir die Totems genau herbekommen haben, aber laut meiner Erinnerung eigentlich an so Steingebäuden. Ja, ja, da waren die Fullinger drin. Meistens so ein Speertyp und ein normaler und irgendwo dort standen die doch mit rum. Haben wir hier noch eine Kiste? Hier drüben? Hier in diesen normalen Dörfern waren die, glaube ich, nicht. Na gut, aber hey, wir haben noch ein bisschen Gerste, ein kleines Dorf gefunden. Vielleicht stellen wir unser Portal auch hier auf. Können wir noch eine Werkbank mit reinzimmern, können gleich hier alles reparieren, falls wir irgendwie reparieren müssen. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Oder am Start gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr zum Stream wieder einschaltet. Und dann mal gucken. Nächste Folge würde ich sagen, noch ein bisschen Vorbereitung. Und entweder übernächste Folge oder die danach geht's dann auf in den Kampf. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.